Fähigkeiten in diesem Spiel, die wir bestimmt auch irgendwann mal erforschen werden. Also es scheint ja alles so, dass man wirklich was tun muss, um die Sachen zu kriegen. Das kommen natürlich alle. Ich wollte eigentlich versuchen. Ich wollte eigentlich versuchen, einen Einzelnen zu erwischen. So, während der mal. Natürlich! Da ist hier irgendwo noch so ein Werfer. Ach, wow! Kommen ja immer mehr. Nixes. Ah, das hast du ja so gedacht. Also hier in dem Kampf ist scheinbar dringend vonnöten, nicht stehen zu bleiben. Das merken wir schon mal. Das haben wir aber bei Darksiders ja auch gelernt. Nicht stehen bleiben. Stehen bleiben ist das Schlechteste, was wir tun können. Wer stehen bleibt, stirbt. Okay. Was war das? Nett. Das merke ich mir. Ich habe jetzt einfach mal die Maustaste gedrückt gehalten durch Zufall. Naja, schon wieder was knacken. Ich glaube hier. Ha! Bin ich nicht gut? Ein statisches Langschwert haben wir bekommen. Okay. Das ist die Frage, wir können da nochmal gucken, was. Also hier liegt auf jeden Fall noch wer. Genom. Betäubendes Langschwert. Gemnes Feuerschild. Steinkerzenprotokoll. Das Protokoll will ich mal aufrufen und lesen. Das haben wir ja garantiert irgendwo hier drin. Da. Wie kann ich das? Da. Warte, wie viel ist das? Okay, das lese ich vielleicht nicht. Das lese ich mir in später nach der Aufnahme noch kurz durch. Also alles, was denn so, so 2 bis 3 Seiten hat, werde ich durchlesen. Mittel. Ich probiere mich mal dran. Nein, ich komme nicht. Auch nicht. Brechen wir aber gerade ziemlich viele ab. Jetzt weiß ich auch, warum ich so viele Dietriche gekriegt habe. Okay, das war schon sehr dicht dran. Komm schon! Nein! Komm schon! Ha! Vermodernde Dolche. Schauen wir doch mal, was die denn so können. Waffen, primär. Stärken durch haben 8 und 4 und wir haben jetzt noch die Vermodernden gekriegt. Oh, die machen sogar noch Giftschaden. Die machen ein bisschen weniger Schaden, dafür mehr durch Bogenschaden und Giftschaden. Also definitiv etwas, was ich mir als als Waffe holen werde. Und auch einen Langbogen mit Gift. Oh, sehr schön. Ja, das gefällt mir. So muss das sein. So, dann wollen wir mal weiter. Ja, wir haben auf jeden Fall gemerkt, warum wir so viele Dietriche am Anfang gefunden haben. Die kann man ja gleich verhauen wie Sand am Meer. Kommen wir da jetzt hin? Das ist ein komisches Zeichen, da kann ich, glaube ich, runterspringen. Mit F. Papa! Ich hoffe, ich komme hier auch wieder raus. Soll ich hier vielleicht sogar durch die Minen? Es wird gerade so ein bisschen so. Weil es so weitläufig ist. Ja, Tatsache, ich glaube, ich soll hier sogar lang. Ein Wunder ist geschehen, ich bin gleich richtig gelaufen. Ha! Ich hätte jetzt gedacht, ich hätte neben den Minen längs gesollt. Achso, ich bin wieder am Ausgang, glaube ich. Ich bin im Prinzip. Oh! Alter Vater, diese scheiß Fallen, ne? Ich glaube, ein Schwein pfeift. Die gehen mir ja mal derbs auf die Nerven. Ja, ich glaube, das müsste hier wieder am Anfang sein. Schicksalswendungen können freigeschaltet werden, indem du bestimmte Quests meisterst. Ja, weiter konnte ich nicht lesen. Ich lese ja nicht langsam, aber das war für mich zu schnell. Ja, da liegen immer noch die Wölfchen. Interessant, dass die Leichen nicht verschwinden.
Als könnte ich hier die ganzen Reagenzien wieder absammeln, aber wir wollen ja noch mal ein bisschen was von der Story weitersehen. Und ich habe auch nicht allzu viel Zeit, weil gleich im Anschluss daran werde ich's. Okay, Moment. Ihr kommt aus dem Turm, nicht wahr? Mein Name ist Agat. Vielleicht könnt ihr einem alten Schicksalsweber ja ein wenig unter die Arme greifen, hm? Den Namen habe ich schon mal gehört. Was ist ein Schicksalsweber? Das interessiert mich mal. Schicksalsweber betrachten das große Gewebe des Schicksals. You don't say. Seine Fäden zeigen uns, wie sich ein Leben entwickeln wird. Aber die Zukunft zu kennen und in der Lage zu sein, sie zu ändern, sind zwei völlig verschiedene Dinge. Ja, das macht Sinn. Tatsächlich. Der arme alte Fomerus Hughes, er hat immer respektiert, wie die Welt funktioniert. Es ist wirklich traurig. Vermutlich ist er inzwischen schon tot. Wieso denkt ihr, er sei tot? Die Karten hatten mir verraten, dass der Seelenquell funktionieren würde. Aber auch, dass der Tag von Hughes Erfolg gleichzeitig der seines Todes sein würde. Er hat es ziemlich gut aufgenommen, um ehrlich zu sein, auch wenn wir anschließend einiges getrunken haben. Wer würde nicht trinken denn? Die Karten, fangen wir an. Ihr wisst wirklich nicht besonders viel, oder? Ein Schicksalsweber greift die Fäden des Schicksals auf und kanalisiert diese Energie durch einen Fokus. Mein Orden bevorzugt dafür die Karten. Und da wir alle das Gewebe unterschiedlich sehen, besitzt jeder Schicksalsweber einzigartige Karten. Ah, okay. Euch? Dann seid ihr es also. Aber das bedeutet, jetzt ergibt das alles. Herrlich, erzähl mal. Die Karten heute Morgen. Ich habe den Totengräber, den Fliehenden und die Bestie gezogen. Macht euch bereit. Sie kommen. Oh, okay. So, Spezialangriff machen, besiege ich noch ein Schicksal zusammen. Ja, von vorzufahren, okay. Und da kommen die nächsten. Oh, das sind. Die sind wahrscheinlich so mein. Kannst du deinen Schicksalsenergie um den Abrechnungsmodus zu aktivieren? Drücke F, um vorzufahren. Im Abrechnungsmodus sind deine Geschwindigkeit und Angriffskraft deutlich erhöht. Was ist das gerade? Er bleibt aktiviert, bis deine Schicksalsleiste leer ist oder du einen Gegner per Schicksalsbrecher erledigst. F, um vorzufahren. Halte X gedrückt, um die Macht des Schicksals. Okay. Der Gott fordert euer Opfer. Ihr seht das ja wahrscheinlich im Bild auch, aber. Ich weiß nicht, was das im Bild gerade ist. Es passt mir daher auch ganz gut, dass ich die Aufnahme eh nicht mehr allzu weit fortführen wollte. Ich habe das mit diesem Modus noch nicht so ganz verstanden, was ich denn soll. Drücke F. Okay, oh mein Schicksal ist bei mir. Das war das, was wir im Turm gemacht haben. Aber mich stört gerade dieses Bildgekrissel ziemlich. Was? Wie? Was seid ihr? Die Fäden des Schicksals. Ich sehe sie ja nicht zum ersten Mal. Aber ich habe noch nie erlebt, dass jemand sie derart beeinflusst. Ihr habt gerade einfach den Ablauf der Welt verändert. Wie habt ihr das gemacht? Ich habe F und X gedrückt. Ihr habt es einfach... Das Schicksal ist der Wille der Götter. Kein Sterblicher sollte in der Lage sein, es zu verändern. Wie ist das überhaupt möglich? Kann ich nicht sagen. Kommt her. Ich werde euer Schicksal lesen. Ihr mögt vielleicht fähig sein, die Fäden zu verändern, aber das Schicksal wird dennoch Pläne mit euch haben. Und falls ich euren Tod sehe, verspreche ich euch, nichts davon zu erzählen. Okay. Das nehme ich an. Er war zwar ein Wissenschaftler, aber er hatte den nötigen Respekt vor den Plänen des Schicksals. Im Gegensatz zu den meisten anderen Gnomen. Dann zeig mal her. Ihr seid nervös. Entspannt euch. Wir Schicksalsweber machen so etwas häufiger. Ich werde sehen können, welchen Platz ihr im Muster des Schicksals einnehmt. Wer ihr seid, was ihr getan habt
wohin euch euer Weg führen wird. Oder zumindest sollte ich es sehen. Ihr seid doch real, oder? Ich schwöre, so betrunken bin ich nicht. Es ist immer schwierig, das Gewebe des Schicksals zu deuten. Es ist ständig in Bewegung. Manchmal ist es schwer zu erkennen, aber es ist zweifelsohne da. Eures allerdings fehlt. Das ergibt keinen Sinn. Alle sterblichen Wesen haben einen Platz im Muster. Und auch ihr solltet einen haben, ob ihr nun tot seid oder nicht. Wenn es wahr ist, und damit sage ich nicht, dass ich das glaube, dann könnt ihr euren Weg selbst bestimmen. Ah, das ist schon mal sehr schön, dass wir jetzt hier nicht mehr dieses Gekrissel haben. Das hat mich gerade sehr genervt. Tut mir auch sehr leid. Wir wollen Schurke werden. Oder, hä? Was soll ich denn jetzt machen? Freigeschaltete Schicksale 4. Achso, ich soll mir jetzt eins aussuchen. Schurke. Bestätigen. Hier ist es immer noch. Was habt ihr gesehen? Ich kann die Fäden sehen, die euch umgeben. Aber sie verändern sich. Und zwar so schnell, dass ich aus ihnen einfach nicht schlau werde. Normalerweise würden die Fäden meine Hand zu den Karten führen. Und sie würden es mir ermöglichen, euer Muster im Gewebe zu deuten. Aber das ist nicht geschehen. Sie wollten sich einfach nicht ausrichten. Also stimmt entweder mit mir etwas nicht, was nicht der Fall ist, oder mit euch stimmt irgendetwas ganz und gar nicht. Es könnte gar nichts bedeuten. Oder auch alles. Die Welt verändert sich. Ihr müsst ein Zeichen dieser Veränderung sein. Oder vielleicht auch ihre Ursache. Ich hatte noch nie einen Grund, an meinen Deutungen zu zweifeln. Aber wir sollten uns mit Aden beraten. Er ist zwar kein Freund, hat aber ein gutes Auge für das Gewebe. Wir treffen uns bei seiner Hütte östlich von hier. Ich sehe noch nach, ob ich den Verletzten im Turm vielleicht irgendwie helfen kann. Sehr gut von dir. Ich sag mal, leb wohl. Was könnte das alles nur bedeuten? Weil ich will mal gerade gucken, ob ich, wenn ich ins Inventar und wieder rausgehe, ist dieses Gekrissel immer noch da? Das geht mir gerade sehr auf den Nerv. Ich guck mal, ob das irgendwie anders wird, wenn ich mich ein bisschen weiter bewege. Nee, warte mal, wir machen mal einmal Spiel speichern. Tack. Ja, wir speichern. Spiel speichern. Dum, 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 dum. Alles ist gespeichert? Ich glaube. Dann gehen wir einmal kurz auf Verlassen. Ich habe ja gerade gespeichert. Sollte alles da sein. Und jetzt gehen wir wieder auf Weiter. Und ich hoffe, dass jetzt dieses Gekrissel weg ist. Wenn nicht, dann scheint das ja irgendwie am... ist das deren Ernst? Ich habe so das Gefühl, dass das vielleicht irgendwie ein Fehler im Spiel sein könnte. Aber es ist, wenn, ein sehr nerviger Fehler. Es tut mir jetzt sehr leid, dass das in der Aufnahme gerade drin ist. Ich werde jetzt trotzdem nochmal die Aufnahme soweit machen, wie ich das machen wollte. Sprich, es sind noch ein paar Minütchen, die ich habe, damit ich noch die Folge fertig kriege. Es tut mir auf jeden Fall sehr leid. Ich werde das für einen Wissenstein, einen Schatz, ist an meinen dauerhaften Bonus zu halten. Ja, das hört sich doch gut an. In allen Liedern, allen Sagen gibt es viele große Taten. Doch größer als die ihren nicht. Olaine, die Reine, die Lady des Lichts. Ritterin des goldenen Astes, Heilungssuchende, Gewissen der Sommerfeien, Herz des Frühlings, des Tags, so ihre Weihen. Okay. Ja, wie gesagt, also ich gehe jetzt gerade hier nochmal so ein Stück weiter und dann, ja, müssen wir damit jetzt gerade mal kurz leben. Ich hoffe, dass das jetzt nur eine einmalige Sache ist, wenn das ich die nächste Aufnahme mache, hoffe ich, ist das nicht mehr drin. Wenn doch, dann werde ich schauen, dass ich da irgendwie mal versuche. Was bist du? Darf ich dich töten? Also ich habe es auf jeden Fall jetzt mal getan. Hätte ja sein können, dass mir das irgendwas bringt. Ich bin eigentlich voll grausam, ich töte hier überall alles.
Aber gut, dann mache ich, dann machen wir das einfach so. Ich mache aus den, weil dieses Gekrissel, das geht mir absolut auf die Nerven. Wir machen aus den zwei Folgen, aus den drei Folgen, die ich geplant hatte, einfach zwei. Und ich beende deswegen jetzt hier an der Stelle, warte mal, wir laufen hier nochmal rein. Ich hoffe, jetzt kommt keine Sequenz oder sowas. Das scheint so die erste kleine Stadt zu sein, in die wir kommen. Da vorne geht definitiv was Größeres los, deswegen bleibe ich hier stehen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, trotz des Gekrissels jetzt gegen Ende hin. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, wenn wir wieder Kingdom of Amalur spielen und die Welt Amalur weiter erforschen. Bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal.